So muss ich doch gar nicht zu Xardas. Ich mache das so. Das geht viel schneller. So, ich bin jetzt Ritter Xardas und damit sollte ich dich jetzt genug überzeugt haben, dass du hier endlich zu dem dummen Sonnenkreis aufbrichst. So, Pyroka. Und jetzt. Ich bin bereit für den Kampf gegen die Drachen. Dann lass uns keine Zeit verlieren. Ich werde umgehend zum Sonnenkreis aufbrechen. Erledige deine Aufgaben. Wir treffen uns dann dort. So, der kürzeste Weg jetzt zu Xekops Hof ist über die Taverne. Ich hab's auf die dumme Runi. Ach scheiße, ich habe nicht gespeichert. Ach, kacke. Ja, muss ich aber auch nicht so gehen, da kann ich kurz. Kilo. Kilo ist da. Sehr gut. Ja, da kann ich kurz so hin. Nein, lass mich in Ruhe, Jorgen. Also wie gesagt, als Paladin kann man so nach und nach neue Runen erlernen, je nachdem wie weit man in der Story ist. Das heißt, wenn ich jetzt gleich zum Drachen aufbreche, kriege ich bestimmt schon dann wieder eine neue Rune. Auf beiden Wegen. Nehme ich mal an. Oder auch nicht, ich weiß es gerade nicht so genau. Ah, scheiße, ich habe gar keinen Unbesiegbarkeitsmod-Dings drin. Oh, ich bin tot. Wieder hast du diesen Biester und ich gehe tot rum und er sagt sowas. Nein, ich muss nochmal meine Waffen anlegen. So. Was wollte ich jetzt genau machen? Genau, zu Xekops Hof, damit ich dieses dumme Buch da kurz holen kann. Da sind aber jetzt noch jede Menge Suchenden drin. Die mache ich kurz platt. Oh, hi. Seid ihr auch schon da? Ich war schneller als ihr, was? So. Hier ist das Buch drin. Das holen wir schnell. Damit können wir dann hier Pyroka überzeugen. Und dann können wir das Ritual beginnen, sobald wir noch mit Bennett geredet haben. Und dann müssen wir jetzt auch noch schnell hin. Wir müssen ja das Auge eh noch separieren. Das Sumpfgrott haben wir eh noch dabei, von irgendwann, bevor wir uns der Miliz angeschlossen haben. Ja, hier Bennett. Hey du, Mann! Bla bla bla, ich bin das Paladin, toll, gell? Hier ist das Amulett, der Rest ist mir egal. Das ist ja ein Geschenk, ist das. Wir haben von den. Sie sind schon gut, jedenfalls habe ich mir gedacht. Und? Ich habe hier ein Amulett. Na toll, ein Amulett, schön. Aber das andere Amulett interessiert mich gerade mehr. Ich kann aber in der Zwischenzeit noch schnell zu Lee. Gut, dass du... Was gibt's? Das hier habe ich in... Es ah, die Rune. Ich sehe, du hast dich in den Dienst der Paladine gestellt. Tja, seltener. Aber wer weiß, wir werden's... Aber lass dir... Ja, ist ja gut jetzt. Also doch. Bla, bla, bla. Ist mir gerade völlig Wayne. Ich muss erstmal kurz... halt, da kann ich auch pennen. Ist ja eigentlich egal, wo ich penne. So, ich lege mich einfach in ein Söldnerbett. Tja, Pech. Schlamme bis zum nächsten Morgen. So. Und holen uns schnell dieses Auge Innos und dann wär's das. Hey. Ist Amulett fertig, dankeschön. So, wo wollte ich hin? Go to Waypoint Kloster. So, aber jetzt, ich glaube, dass es jetzt keine Unterschiede mehr gibt, bis ich die Drachen dann töten sollte. Und deshalb könnte ich jetzt eigentlich auch die Aufgabe schon beenden und euch dann im vierten, beziehungsweise eher im fünften Kapitel wiedersehen, wenn ich dann die anderen Aufgaben des Paladins noch machen kann, wenn ich von der Drachenjagd zurück bin. Naja. Ja, ich glaube, das war's jetzt, ne? Obwohl, nee, ich kann vielleicht noch eine Rune holen von diesem Ingmar. Das kann ich euch ja bestimmt noch zeigen, dann kurz. Ja, die drei Magier stehen hier rum und machen alles platt. Ja, ich muss mit Vatras reden. Das ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Alles erledigt. So. Viel Spaß euch dreien. Ich speichere jetzt schnell. Ihr müsst hier einfach ein bisschen komisch das Auge reparieren. Von diesen Drecksviechern. So, seid ihr jetzt fertig? Wir haben nicht mal angefangen, aber es müsste eigentlich jetzt fertig sein, wenn ich einmal speichere und lade. Und ja. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ist fertig. So, jetzt reden wir schnell mit Pyroka. Nein, Xardas quatscht und auch noch an. Lass mich in Ruhe, Xardas, ich habe keine Zeit für dich. So, Pyroka. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Toll. Oh, Alter, wie hoch ich springen kann. So, jetzt hier. Jetzt hört endlich auf, hier alles zu töten, was hier rumläuft. Kein Mistvieh weniger. Hey, liegt da das ist ein toter Novize. Sag mal. Ein Mistvieh weniger. Ist jetzt gut, oder? Danke. So, jetzt erklärt er mir kurz, wie man das Auge Innos auflädt und dann kann ich jetzt zu Albrecht. Und kurz schauen, ob ich hier noch eine Rune kriege, bevor ich ins Minental aufbreche. Und wenn. Ja, wenn ich mit Ingmar, Albrecht, wie auch immer er heißt, geredet habe, werde ich cutten und wir sehen uns dann wieder im fünften Kapitel, wenn, wenn ich dann die anderen Quests machen kann. Ich wähle den Weg des Kampfes. Ah, seht mal, ich kann den heiligen Pfeil kriegen. So, ich denke, weiter kann ich noch nicht. Bin ich würdig? Für den Weg des Kampfes zumindest. Du bist noch... Nein,
Fehlwink der Heilung. Ja. Also für 5 Landpunkte kriege ich... Ja, quatsch mir nicht zu. Für 5 Landpunkte kriege ich dann immer eine weitere Rune, wenn ich bereit dafür bin. So, die nächste Rüstung kriege ich, glaube ich, im Minental. Oder ich weiß es gerade gar nicht, wann ich die kriegen sollte. Ja, das seht ihr vielleicht nachher. Ich nehme das dann... Obwohl, Moment, ich porte mich mal schnell hin und schaue mal, wie das ist, wann ich diese nächste Rüstung kriegen kann. Seht mal hier, heiliger Pfeil. 10 Mana, 100 Magieschaden. Das ist eigentlich recht mächtig, dieser Zauber. Fällt ihm gerade so auf. So, schnell zum Pass. Wir haben halt gar kein Mana, weil ich das jetzt nicht auch noch geskillt habe. Ich habe eigentlich nur kurz Einhand und Bogen hochgeskillt, damit ihr... Ja, damit es einfach besser aussieht. Weil, wie gesagt, ich spiele es ja eh nicht richtig durch. Also ich zeige euch ja eh nur die Questunterschiede. Das sage ich ja gerade ständig. So, jetzt gehen wir hier nochmal ins Minental und schauen kurz, wann wir diese nächste Rüstung kriegen könnten. Ob es da irgendjemand gibt, der mir die überhaupt gibt, weil ich erinnere mich gar nicht dran. Ich habe vor einer Ewigkeit den Milizweg durchgespielt. Und deshalb weiß ich überhaupt nicht mehr, wie das hier genau aussieht. So, jetzt gehen wir aber erstmal direkt zur Burg. Also dieser heilige Pfeil sieht so aus. Ja, einfach nur so ein komisches Ding. Und der macht 100 Schaden. Ja, recht mächtig wahrscheinlich. Ich denke, 100 Schaden ist recht viel. Autsch. So, mit wem kann ich jetzt sprechen? Wer kann mir denn dann die mittlere... Ach, der hat mir noch gar nicht gesagt, dass er mich nicht reinlassen will, weil ich an dem einfach vorbei bin. So, hier, Garand. Jetzt muss ich kurz schauen. Wann kriege ich die neue Rüstung? Achso, ja, das ist mir jetzt Wayne. Hä? Wieso hat er gerade einen neuen Tagebucheintrag gemacht? Macht er den nochmal? Manchmal buggt das ja. Hat es inzwischen wieder zum Glück nicht. Hey, ja, wieso machst du jetzt einen Tagebucheintrag? Es gab keine neuen Zwischenfälle. Es gab immer noch keine neuen Zwischenfälle. Nein, ich will doch gar nicht mit dir quatschen. So, ich brauche kurz Informationen. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo irgendwie was. Was ist eigentlich mit diesem... Ganz und gar Krieger, die das stattdessen zerstört. Du solltest ihnen eine... Die bekommen Garon, aber ich werde sie im... Ja, sehr interessant. Was passiert, wenn ich uns sonst sage? Und sonst? Ach, lass mich... Der mag mich nicht. Obwohl ich Ritter bin, du Penner. Bald bin ich sogar Paladin. Ja, wenn ich jetzt nämlich mal wüsste, wann ich die neue Rüstung krieg. Moment, ich glaube, ich weiß vielleicht, wer sie mir geben könnte. Der hat mir nämlich auch die schwere Milizrüstung verkauft, da ich im Minta war. Nein. Kann er mir nicht geben. So ein Mist, wer gibt mir denn die? Wo kriege ich die her? Von mir erfährt keiner was. Ich werde versuchen, dir zu helfen. Er ist die einzige Möglichkeit. Er gibt mir zumindest als Drachenjäger eine neue Rüstung. Also, ja, das ist nicht die einzige Möglichkeit. Das könnte einer der anderen... Dein Auftauchen hier ist, wir wissen und wenn... Halt die Klappe, ich will nicht mit dir reden. So, hier. Reden wir schnell damit. Ich weiß nicht. Jan gibt uns ja eine Rüstung, wenn wir Drachenjäger sind, aber ich nehme nicht an, dass er mir eine gibt, wenn ich Paladin bin. Dennoch werde ich ihn jetzt mal kurz befragen, ob er sie mir vielleicht gibt. Die Ritterrüstung bringt übrigens 100, 100, 50, 25, wenn ich das richtig gesehen habe. So, ab mit dir. Jetzt reden wir schnell mit ihm, ob es irgendwie irgendwas, eine Möglichkeit gibt. Kann ich bei dir eine Rüstung kaufen? Kann ich bei dir eine Rüstung kaufen? Nichts, was besser wäre als deine Rüstung. Also sollten wir das lassen. Vielleicht nach dem zweiten Drachen. Aber das ist sinnlos. Eigentlich ist, wieso sollte Jan mir eine Paladin-Rüstung verkaufen können? Da ist nichts. Der Uda wird jetzt hier was erzählen mit dem... Gut, dass du kommst. Boah, ich wäre fast runtergefallen. Mit diesem Senkrad. Ja gut, er kann mir aber auch keine Rüstung geben. Und dann ist hier noch Kerolot, der wird mir aber auch keine geben können. Verdammt, kaum drehst dieses Lumpengesindel von... Aufpassen. Ja. Okay, die einzige Möglichkeit, die ich gerade sehe, wäre Jan, was aber eigentlich keinen Sinn ergäbe. Naja, ich werde jetzt erstmal die zwei ersten Drachen kurz vernichten und dann schaue ich mal, ob Jan mir tatsächlich eine Rüstung geben könnte. Wenn ja, schalte ich wieder ein. Wenn nicht, dann suche ich mal danach und ja, hoffentlich finde ich sie. Ja, ich hoffe es einfach mal. Also wir sehen uns später. Bis dann. Ich mache jetzt erstmal die Drachen platt. Bis dann.